gute Unterhaltung mit der Sendung wünscht EMP, die ganze Welt des Fanmerch. Und ich bin live. Leute, was geht ab? Einen wunderschönen guten Tag. Heute ist Dienstag und wir machen weiter hier mit Let's Play bzw. knallert durchgenommen Final Fantasy VII Remake. Und ich muss natürlich an der Stelle, Leute, ich muss mich natürlich entschuldigen bei euch für die ersten beiden Aufnahmen, die ich verkackt habe. Ich ganz alleine, ich bin schuld. Mir haben sehr viele Leute im Vorfeld geholfen und es hat trotzdem nicht gereicht. Meine Dummheit in technischen Angelegenheiten auszugleichen. Deshalb haben wir uns heute schon eine Stunde vorher getroffen. Felix, Timo, Clara und ich, um zumindest bei dieser Live-Folge jetzt für einen einigermaßen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Ich hoffe, es klappt. Leute, für mich ist es hier immer noch, ist es wirklich Next-Level-Shit, das hier alles überhaupt so zum Laufen zu kriegen. Und ich gucke jetzt mal in den Chat und hoffe erstmal, dass ihr mich jetzt auch gut hört, wenn ich mich zum Beispiel nach hinten lehne. Das Problem war, ganz kurz bevor ich loslege mit dem Zocken, ich habe meine Kopfhörer hier an dieses Mic angeschlossen und ich bin davon ausgegangen, dass alles, was ich höre, also sowohl mich als auch Game Sound, so wie ich es auf den Kopfhörern höre, so hört ihr es auch. Das ist nicht der Fall, stellt sich heraus. Ich habe darüber hinaus dann, ich habe natürlich einen Test gemacht, bevor ich losgelegt habe, weil viele Leute auch geschrieben haben, ja, testest du es denn nicht wenigstens vorher? Natürlich habe ich es vorher getestet. Das ist ja das Ärgerliche, wenn man so aussieht, als ob man völlig unvorbereitet ist, obwohl man vorbereitet ist. Das ist so, wie wenn man für eine Mathe-Klausur gelernt hat und trotzdem eine 6 schreibt. Und der Lehrer denkt, du hast nicht gelernt, aber du hast gelernt. Aber du kannst es halt nicht beweisen, weil du zur Zeit des Tests es nicht abgerufen hast. Und so war es auch mit Final Fantasy. Ich habe natürlich eine Testaufnahme gemacht, nur das Spiel ist teilweise sehr komisch abgemischt. Ich will jetzt hier nicht den schwarzen Peter irgendwo anders hinschieben, aber im Startmenü, das ist so ein leises Klimpere, Dimpere da im Hintergrund, da hat man mich einfach sehr gut gehört. Und das war, so weit habe ich ungefähr geguckt. Als dann aber Action am Laufen war oder Sprachausgabe oder Zwischensequenzen, hat man mich plötzlich nicht mehr gehört. Es ist auch, wie ihr vielleicht feststellt, ein ganz anderer Schnack, ob ich zum Beispiel jetzt hier spreche oder hier. So. Ja? Und deshalb ist das alles so gewesen. So, da schreiben schon die Ersten. Egal, zock jetzt halt die Fresse, du Spaß. Okay, ich mach direkt los. Wir machen direkt da weiter, wo ich stehen geblieben bin. Siehst du, ich muss das selber machen. Ich habe da schon wieder komplett vergessen, dass ich hier quasi gerade Regie bin. So, Leute. Und wir sind genau hier stehen geblieben. Und Folgendes ist passiert. Ich habe keine Ahnung mehr. Nein, hier unten war der Treffpunkt von Avalanche. Ich war nicht mit dabei. Aber es gab wohl Streit zwischen Tifa und den anderen. Die Stimmung ist angespannt. Sagen wir es mal so. We'll talk later. I promise. Oh no. You better not be about to ask for more money. So, hier ist jetzt erstmal Smalltalk angesagt. He was afraid we'd lean on you too much if we took you along. Okay, hier wird schon wieder mit Zynismus gearbeitet. Baum Inventions schreibt, am besten das Mikro 5 Meter wegstellen für den vollen Raumklang. Raumhall. Ja, okay, die Message ist angekommen. Heißt das, es ist besser, wenn ich es etwas näher mache? Das kann man aber auch nett sagen einfach. Wir sind zusammen hier. Man kann ja auch einfach so das machen. Und jetzt mache ich auch nochmal so, dass ich sowohl den Chat als auch die Regieanweisungen sehe. Dann habe ich nämlich den vollen Beleidigungsstream. So. Ich muss natürlich auch noch was sehen. Ich mache das mal so. Dann ist das Mikrofon mitten in der Kamera. Das ist aber auch. Das ist auch. So. Das ist alles nicht so einfach. Suchen die mich?
Hey, brother. You from around the way? I guess. No big man with a big gun strapped to his right arm. Ihr stellt vielleicht fest, dass ich wieder auf Englisch umgestellt habe. Ich habe das ja schon angedroht in der letzten Folge. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist... 500. 200. 3. Whatever, man. Let's find somewhere quiet to talk. Ich sag's euch gleich. Walk with me. Ich beschreibe mal so, warum ich das umgestellt habe. Die Synchronisation im Englischen, vom Japanischen ins Deutsche, die ist nicht schlecht. Das heißt, die Synchronsprecher, die machen eigentlich einen guten Job. Aber die Übersetzung ist kacke. Und es ist teilweise, das Spiel ist ja eh schon sehr klischeehaft mit den Charakteren und dann teilweise noch so wirklich klischeehaft gesprochen. Und ich meine, Videospiel-Voice-Acting ist eh immer so eine Grauzone, Hit and Miss. Und ich glaube, hier sind einfach so viele Charaktere zu sprechen, dass da auch nicht überall nur Qualität ist. Lange Rede, kurzer Sinn, mir gefällt es einfach auf Englisch besser. Ich habe es wirklich versucht, es soll nicht irgendwie elitäres, oh, ich gucke alles in OV-mäßig rüberkommen, aber ich finde es einfach auf Englisch viel atmosphärischer und Atmosphäre. Und da es mein Knall halt durchgenommen ist und nicht eures, entscheide ich, obwohl ich vorher demokratisch gefragt habe, um jetzt drauf zu scheißen. I told you before. That depends. Oh yeah? You wasted my time. Wahrscheinlich müsste man es wirklich auf Japanisch spielen mit deutschen oder englischen Untertiteln. Okay, die wollen auf jeden Fall aufs Maul, so wie es aussieht. Wow. Ja gut, dann gibt's halt ein bisschen Kasala. Und schon männlich zaubert. Abilities, Triple Slash, Basen, Basen, Basen. What the fuck? Lasst mich da raus, Leute. Komm nicht raus, komm nicht raus. Hallo? Ja, wie lange hält er mich denn? Hallo? Jetzt gibt's über euch. Ach man, ich. So. Die sind gar nicht so leicht, wie ich gedacht habe. Ihren dummen Karate-Kicks, Alter. Der macht kaum Schaden an denen. Was ist denn hier los? Das ist alles ein bisschen unterschätzt hier. Mach doch. Batz. Wieso lebt der überhaupt noch? Wieso bleibt der auch nicht locked on auf einem? Heil dich. Boah, das war knapp. Okay, one down. Alter, was hat denn der für einen Kick? Alter, ist das ein Kriegskampf? So. Er kann einfach das interrupten. Jetzt bin ich schon wieder tot, ey. So heilt er sich denn nicht? Ey, vielleicht probiere ich doch mal diesen Classic Mode. Ich komme immer noch nicht so richtig klar mit einerseits Turn-Based, also Active Battle und andererseits so ein halb... Man kann auch blocken. Ich block dich gleich, Junge.
Das ist einfach irgendwie... Das Ausweichen ist nicht so direkt, wie man sich das vorstellt. Du hast zwar diese Classic Mode ist, weil das jetzt einige fragen, Classic Mode ist sozusagen wie bei Final Fantasy VII. Du machst nicht mehr selber Action, sondern nur noch über die Menüs. Allerdings, ich finde das eigentlich ganz cool, allerdings bedeutet das, dass du dann auf Easy wohl spielst. Und ich habe gedacht, das nimmt dann vielleicht so ein bisschen den Spaß an allem. Ja, ich unterschätze das leider immer noch alles. Es ist eigentlich so leicht, wie man gerade sieht, wenn man ein bisschen mehr sich konzentriert. Es sind schon 2, 3 down. Ja, okay. Dann wähl ihn doch nicht an, wenn du ihn überhaupt nicht treffen kannst. Ja, mach es doch. So, ich wollte auch nur mal zeigen, dass ich es kann, liebe Leute. Ich bin halt einfach kein Angeber. Eigentlich ganz easy. Nee, ich spiele nicht auf Classic. Das ist immer noch der Standardmodus. Aber das war ja eigentlich relativ easy. So, die wollten halt einfach auch nur ein bisschen Stress machen, so wie es aussieht. Was ist mit dir hier? I'm guessing you're the merc who dealt with those damn rats. That wasn't me who put in the request, but as a resident of Culvert Street, I appreciate what you did. Okay, ich habe hier scheinbar die lokale Gang, die hier die Leute terrorisiert, ein bisschen zur Rechenschaft gezogen. Eigentlich weiß ich gar nicht, was ich machen muss. Ominous Shadows ist das Quest, okay. Das ist ja in meinem Apartment. Ja, dann gehen wir mal hin. Okay. Ey, die Mucke in dem Spiel ist überragend. Das muss man wirklich einfach sagen. Das ist mit die beste Musik, die ich, glaube ich, in einem Final Fantasy gehört habe. Achso, ich muss ja hoch. So, dann gehen wir mal hier und dann gehen wir mal da. Oh, Jesse, was geht? Welcome home, honey. Took your sweet time. Psych. You gonna let me in so we can talk in private? I'll get right to the point then. What have you got there? An apology for not getting you on the mission. Or not. What do you think it is? A proposition. Nailed it in one. Gonna have to ask you to keep all this a secret from the others, though. It's a personal matter. Heo Young schreibt, aus dem Block kann man auch kontern. Tonight? Das habe ich tatsächlich, glaube ich, nur einmal irgendwie mehr oder weniger unbeabsichtigt gemacht. I'll give you the details on the way. That's fine by me, but don't you have a pretty big day ahead of you? I do, but if I don't deal with this now, it's only gonna get harder. Anyway, I can count on you, can't I? Hm.
A down payment. Ifrit. Ist doch an. Das ist doch ein Summon, oder? Und warum gibst du mir das jetzt? Summoning a material grants you the ability to call a powerful ally to your party's aid. A single summoning material can be set to a weapon's material slot when facing a formidable enemy in battle. The entity slumbering within the set. Summoning material may begin to stir and the summon gauge will appear. Doubt we'll be back before morning, in case you were planning on traveling light. Das gucken wir uns mal genau an hier. Also. Achso, dafür gibt es sogar einen extra Slot. Geil. Roll deals damage, fire, ultimate attack, hellfire. Cool. Wie sieht es denn sonst hier eigentlich an der Materia-Sicht aus? Ich habe jetzt gar kein Feuer mehr. Healing. Wind und Analyse und Lightning. Na gut. Eis und Feuer müsste eigentlich auch jemand nehmen, damit man alle Elemente irgendwie drin hat. Das habe ich auch noch nicht. Okay. Aber es bleibt jetzt erstmal dabei. Wir kriegen ja noch besseres Equipment mit mehr Slots. Kann, glaube ich, beim Mac hier kann ich, glaube ich, noch was machen. Ich glaube, das Schwert hatte ich noch nicht bis zum Ende gemaxt. Huch, da ist ja jetzt ein neuer Planet. Unlocked, unlocked. Das habe ich noch nicht. Punisher Mode Counter Damage, aber wie kommt man denn jetzt zu dem anderen Planeten? Muss ich dafür erst alle hier gemacht haben? Nein, das war's schon mal nicht. Oder ist das das andere Schwert? Oder was ist der andere Planet jetzt? Ah, da steht's ja. Okay. Ich hab mal vorher gelesen. Magic Attack Power with High HP. Increased Magic Attack when HP is 75 or higher. Attack Power plus 6. Ja, interessant, dass es hier mehrere Cores gibt. Dominant Physical Defense. Okay. Da habe ich jetzt nicht genug Punkte. So. Raus hier. I'll wait here. You all set? Ja. Awesome. Meet me at the station after dark. Don't be late. Ich habe echt schon jetzt auch viel Kritik an dem Spiel gelesen von Leuten, denen das Spiel nicht so gut gefällt. Und meistens war das Kritik generell am Thema JRPG. Und also sage ich mal so ein bisschen klischeehafte Charaktere, Overacting, Verniedlichung und so weiter und so fort. Knappe Kostüme, große Busen, große Schwerter, komische Frisuren, solche Kritikpunkte. Und ich kann das total verstehen, dass man das nicht mag, aber dann ist halt auch einfach, glaube ich, Final Fantasy nichts für einen. Also dann muss man halt The Witcher oder was anderes zocken im Rollenspielbereich. Eher was Westliches, meine ich. Weil das ist halt schon eigentlich JRPG-typisch. Also, wenn man das Spielsystem kritisiert oder so, da kann man drüber diskutieren, aber jetzt so der Style ist halt einfach JRPG und das ist halt einfach ein Genre, auf das man dann vielleicht auch Bock haben muss oder sich auch drauf einlassen muss. Und ich glaube,
das ist so eine Hürde, die viele nicht nehmen. Oder nicht nehmen wollen oder es ihnen einfach auch nicht gefällt. Okay, then. Guess you're all invited. Here's to awkward family reunions. Yeah! I take it you boys have your brand spanking new IDs? Yes, ma'am. Then let's lay down some rubber. Crank that throttle. Okay, you got it. You hear me? Yeah. Just so you know, I'm not going plateside for the reason they think I am. Look, you saw the way the reactor went up. It was huge, right? Because of all the Mako. Isn't that what you said? Yeah. That was wishful thinking. Deep down, I know it was my fault. I used a more powerful blasting agent than the directions called for. It had nothing to do with the Mako. Aha. Das hat ja so richtige Akira-Vibes gerade. I'm planning on using a weaker blasting agent this time. But since I can't get in touch with my supplier, our only option is to loot a warehouse owned by Shinra. Shinra? Good luck with that. With your help, we won't need luck. ID scan! Ready? Was soll ich machen? So far, so good. All right, here comes the hard part. And that is? The fake IDs may have held up, but from this point on, if we get pinged by a scan... They'll come for us. Yeah, what he said. Aw, man. Just like that? No need to worry. They've got Cloud, remember? Hey, you do know how to drive, right? Soldiers get mandatory training. Wie lang ist dieser Tunnel? Zumal er sich immer im Kreis dreht. Also, zumal er immer eine Rechtskurve ist. Irgendjemand hämmert hier im Haus, hört ihr das? Nichts machen. Long Range. Long Range. Aber er macht nichts. Ah, okay, er boostet sich. Komm. Batz. Okay, ihr habt kein Hämmern gehört, das ist gut, weil hier hat original der Boden gewackelt gerade. Jetzt geh doch mal von meinem Schwert weg. Das ist ein bisschen wie Road Rash, ehrlich gesagt. Kennt das noch jemand? Das ist ein sehr langer Tunnel. Das Lock-On habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich denke, ach, das ist eine Schanze, siehst du? Wow. Got more company. AT's here. Ach, mit Dreieck. Zack, jetzt habe ich es gecheckt. Alter.
Okay. Ja, da ist er noch am Leben, ey. Ja. Kommt bestimmt noch ein Bossi. Man kann sich auch hier noch... was ist das? Drohnen. Die letzte. Komm, Baby. Ja. Das spielt sich richtig oldschool. Schanze. Was zur Hölle? Hey, komm. So, den jetzt noch mal hier. Zack. Ach, komm schon. Machen die anderen eigentlich auch irgendwas, oder? Boah, Alter, das war knapp. Was ist mit dem Blonden? Wo ist er? Ich hau schon mal. Gleich kommt der bestimmt von hinten, dann kann ich ihm schon direkt eine mitgeben. Oder nicht? Jetzt bestimmt irgendwo so ein Geheimgang, den man schlagen kann. Mit einem geilen Drachenschwert, so. Plus 4 vielleicht. Früher bei Road Rash, das war genau das gleiche. Da hattest du dann so eine Kette, mit der du zuschlagen konntest. Da konntest du treten. Bob, we need help, please. So. Rückspiegel wäre hilfreich. Jetzt habe ich gerade den Special gefeuert, da kommt der Boss. Okay, er ist ein Poser. Oh Gott, das wird bestimmt nervig jetzt. Ich komme gar nicht an ihn ran. Ja, ist halt nur ausweichen quasi. Mein Name ist Rook.
Zack. Oh, das nimmt ihm ein bisschen was ab, aber das kann ich ja nur ganz selten. Eieiei. Jetzt hat er richtig eins aufs Fressbrett, der Kollege. Dein EMP ist mal schön daneben gegangen. Ballern! Ballern! EMP ist daneben gegangen. Leute, das sind hier 20 Jahre Road Rash Erfahrung, die dich hier platt machen, Junge. Ich hoffe, das ist dir klar. Ich habe schon mit Ketten zugeschlagen vom Motorrad, Alter. Da warst du noch ein... Shit, was ist denn das? Alter! Ja, ist klar. Ja, klar, der kann einfach überall... Ja, klar, da kannst du überhaupt nichts machen, ey! Was willst du da machen? Was willst du da machen? Alter. Jetzt gibt's hier richtig eins auf die Ärmel, du kleine Kackbratze und... Trottel, ey. Da ist er ja schon wieder. Wie... Du kannst der Scheiße überhaupt nicht ausweichen. Okay, ich bleib hier auf der Außenspur. Yes, und daneben. Ist er down? Is it down? Had enough? Don't be absurd. As if I could ever grow tired. Roach. Rush. Naughty, naughty! Until one of our flames is forever extinguished, our dance will never rest! Back for me! Broom! Oh ho ho! Come on, let's push it past the red line! Jesse, take over. Huh? Okay, das war schmoof. Well, well, well. I do believe this round is yours. Maybe next time we can keep it just between the two of us. Maybe. Until we meet again, my friend. Sag mal, der ist doch neu, der Charakter, oder? We did it. Go team! Don't get too excited. Reinforcements are hot on our trail. Erinnere ich mich nur nicht mehr an den. Aber ich glaube, der ist neu. You passed the test. What test? Driving. Did more than just pass. Not really. You made it by the skin of your teeth, if we're being honest. Whatever. I bet you held back because I was with you. Didn't want you to fall. So now I'm too weak to stay on a bike? Huh? Huh? Just hold on tight, will you? Okay, sie ist schon ein bisschen annoying. What? I might be falling after all. Psych? Oh. Oh, would you look at that? It's the end of the ride. Go on foot from here. Don't want to draw too much attention to ourselves. Hey, did these things leave a mark? They got you pretty good. Oh, and I'm running on fumes. Don't worry. We'll top you up soon enough. Now let's roll. Huh.
So. Jetzt alles zu Fuß zurück und gucken, ob man irgendwas nicht entdeckt hat. Naja, ist halt kein Dark Souls, ne? So, was ist hier? Herunter geht das nicht. The residential area is just beyond this gate. Mind doing the honors? Hat die mich gerade gelobt dafür, dass ich die Tür geöffnet habe? Where are you trying to go? Oh Mann. Here we are. The employee housing district. Where they put you when your parents work for Shinra. All their reactors were slowly killing the planet. We were living the good life. Ach, sieht schon schön aus. Ist schon schön. Muss mir das hier erstmal alles ein bisschen in Ruhe angucken. Die Beleuchtung in dem Spiel ist auch einfach nur nice. Das sehe ich jetzt schon auf der Karte, dass es da nicht weitergeht. Ich will immer überall rein. Ich will alles abdingsen. Every other blue moon. Mom's an old-fashioned type like that. Think she'll make us pizza? Her Midgar special? She's quite the cook. Quick to whip up finger-licking food, even if you drop by in the dead of night. And she loves guests who ask for seconds or thirds. Soll ich jetzt aufmachen, oder was? Okay, let's head in. Cloud, you know what to do. Why don't you wait around the corner over there? Okay. It's a shame you won't get to try the Midgar special. You would have really liked it. Ja, ist ja gut. Der Typ erinnert mich wirklich immer an Klößchen von TKKG. So. Soll ich? Head around back. Ja, das will ich doch machen. Wo denn lang? Da? Nee. Da. Hier? Nope. Ich check nicht, wo ich lang soll. Das ist ja jetzt sehr weit weg. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. We won't need luck. You'll take on just about any job, right? Well, I need you to rob my house. Think you can do that for me? Ich glaube, er hat ein Déjà-vu. Oder was? Go in through the back door when the coast is clear. A signal will be obvious. Das ist jetzt schon besser als die gesamte Story von Cats. Was hat das mit den Katzen hier auf sich? Time to go.
The Jesse Job. Oh cool, ich kann wieder nur langsam laufen. Und wahrscheinlich bin ich falsch gelaufen. Nein, der zeigt mir doch den Weg, ich bin doch nicht bescheuert. Ja, siehst du? Inside, you'll find a room with two doors. Don't take the one in front of you. You want the room on the right. That's where you'll find it. Wie viel Prozent machen wohl jetzt trotzdem den anderen auf hier? Kann man gar nicht, schade. We'll be chatting Mom up in the kitchen, so don't even bother being quiet. There's no way she'll ever hear you. Dad'll be in there, but it's okay. I need you to grab his Shinra ID card. And yeah, I know I should do it myself, but... but I honestly don't think I'm up to it. Just do this for me, okay? So, was suche ich denn? Das? What's this? Read the letter, natürlich. Dear Mom and Dad, sorry for not getting in touch sooner, but I'm working at the Gold Saucer as an actress now. Ach, der Gold Saucer, das wird noch geil. Help from people along the way, but I managed to land a starring role and closed our two tickets to my play. Beim Gold Saucer habe ich wie viele Stunden ich da versenkt habe. The Princess. Cool, cool. Cool, cool, cool. My dad, he was a maintenance supervisor at the reactor. Das sieht aus wie der Anzug, den Marty McFly in Zurück in die Zukunft anhat. Als sie die Zeitmaschine das erste Mal testen. Shinra ID-Card. Okay, ich glaube, das war es, was ich gesucht habe. So, gibt es noch hier irgendwas zu snacken oder was? Licht an? Lol. Nein, natürlich nicht. Was ist hier? Time to go. Och. Come on, there's no time for this. Das wäre nur jetzt noch interessant. Ich habe zu schnell das Ding gefunden. Jetzt kann ich hier die Sachen nicht mehr abchecken. Das war einfach. Ja, und jetzt wieder nach vorne oder was? Ja. Kann man übrigens ausstellen, die Marker, dass einem nicht angezeigt wird, exakt wo man hinlaufen muss. A lot of people really rely on Jesse. As a stagehand, though, right? You can be one of those anywhere. So why not come home and get a job at the Sector 8 Theater? I'll think about it. You know, I'd really love to stay and chat, but we gotta go. So soon? Yeah, well, we hadn't even planned on dropping by. But Wedge wanted some of your famous pizza. So good. Sure I can't tempt you with some more? Maybe just a couple slices, Mrs. R. Wedge! Hey, I'm doing it for you guys. You don't want me going to work on an empty stomach. I'm planning on using a weaker blasting agent this time. Since I can't get in touch with my supplier, our only option is to loot a warehouse owned by Shinra.
Hey there. This it? Now comes the hard part. I'm gonna use this to sneak into the 7-6 Annex. All right, let's get to it. Sorry, but you're staying outside. The 7-6 Annex. So it's gotta be me. Das ist vielleicht krass. So, we came all this way just to eat pizza? You think I'd let you off that easy? You're gonna earn every slice helping Cloud. Just do the thing where you draw everyone's attention away, like you did at my parents'. What's the word again? Maybe I'm more nervous than I thought. Diversion. Yeah, that. Nice one, military man. So what? Does this mean we're gonna ask some Shinra folks out to dinner? You know damn well what she means. While you're inside, we make sure the guards are focused on the outside, yeah? Exactly. Couldn't have put it any better. When you see a flare go up, that's your cue. Rush the front gates and make for the warehouse plaza. The more hell you raise, the more time you buy me. Sind so viele Zwischensequenzen, ich muss gar nichts sagen. Es ist interessant, als ob ich einen Film gucke. How much time do you think you'll need? Not too much. I'll be in and out. I'll send up another flare when I'm done. We rendezvous in the vacant lot up ahead. Hold on. How are we supposed to get back to the slums? Wait for the first train? No. I want to be back before that. Don't worry. I have something worked out. Now, let's get this done. Well, that diversion's not gonna create itself. Jesse's dad was in there, right? Yeah. Mako poisoning. Happened while Jesse was doing a show with the Gold Saucer. What do you care? No. I want to hear it. Jesse always wanted to be an actor. Ja, also, ich kann nicht viel machen, außer hier jetzt laufen und dem Gespräch lauschen. Aber er guckt mich auf jeden Fall immer an. Collapsed from overwork and in the worst possible place, Mako's storage. Lay there half a day before someone found him. Been like that ever since. No change whatsoever. That's what got her into planetology. Ich kann nichts machen. Let her to seek out Avalanche. How far we've come. Kann ich weitergehen? Leute, kommt. Theory about it. Thinks her dad's spirit is stuck now. Nein. Between his body and the heart of the planet. So if we don't shut down the reactors soon, he'll get caught up in the flow and poof. What's so funny? Just that I understand how you feel. Unlike most of the time. You see. Kneif mich, eh? Mako's the essence of life itself. Of memory and hope. It's not something you burn in a reactor just to keep the lights on. No. Oh, don't tell Jesse about this little chat, okay? When she gets pissed, she gets punchy. Well, no promises. He's serious, Cloud. She'll beat the shit out of us. Not my problem. This guy. Hey, it's the lot Jesse was talking about. We rendezvous here when we've got what we came for. Gotta stay. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig, was Mako ist. Just need to get past this gate. Wait. Es erinnert immer so ein bisschen an die Force, an die Macht von Star Wars, aber gleichzeitig ist, glaube ich, auch Strom. Entschuldigung. Und wer kann im Chat in einem Satz, in einem kurzen Satz erklären, was Mako-Energie ist? Wow, ich kann mal wieder spielen. Hier, erstmal hier rein. Komm. Wieder kann man nicht rein. Die Energie des Planeten, schreibt der Kettenhund.
Ich finde, das ist eine gute Umschreibung. Zwei High Potions. Alright. Hier ist sonst nichts. Dann gehen wir da runter. Ja. Ach so, hier. Terminal. Zack. Commands Battle Training. What? Job's a job. See ya. Warum muss ich jetzt hier das Battle Training machen? Shit, ey Leute, ihr müsst mich dran erinnern, dass ich die Dinger scanne. Scheiße. Die Dinger kommen bestimmt nie wieder. War das komplett freiwillig gerade? Die doch noch mal scannen. Okay. Ich vergesse es immer. Hä? Achso, das ist ja eine Ability. Best do it right. So. Let's do this. That's that. See ya. Come on. So. No holding back. So, und wie geht dieser Konter jetzt, Leute? Also blocken und dann. War das der Schlag schon? Ist ja ganz geil. So, okay. Das war aber komplett unnötig eigentlich hier, aber normalerweise würde ich hier sagen Rule of Threes, aber nein. Warum war ich jetzt da unten? No need for us to rush. Let's scout it out first. I can handle this solo. What? You're trying to keep us? We're in this together. Don't expect me to save you. If you need to check your gear, now's the time. Give the word when you're good to go. Okay, der Konter geht nur im Punisher Mode. Das habe ich in der Tat noch nicht ausprobiert so richtig. Sometimes limited quantities of useful items such as bottles of ether and high potions are offered at special prices from vending machines. Whenever you discover items on sale, replenish your stock as many as you can buy. Guess there's a training center too. Could go a few rounds before the main event. Ja, was haben wir denn hier? Wir haben hier zwei High Potions. Die sind um 100% reduziert. Da würde ich doch tatsächlich mal ein bisschen beigehen. Aber man kann nur drei kaufen. Ja, lol. Ja, lol! Da loll ich den Lollinger, Alter. Oh, und Materia hat die hier. Okay, Healing, blub blub, Deadly Dodge, Iron Bangle, Star Bracelet. Hätte zwei Bulletproof West. Earrings. Talisman. Golden Ancient Script, increase one powers of concentration.
Aber wo sieht man denn die Slots? Ach so, die haben alle keine Slots, okay. Die Frage ist ja, was ist wichtiger? Die Stats oder der Slot für Materia? Das ist ja natürlich schon arg. Das ist ja schon ein sehr krasser Unterschied bei den Stats. Stick close, will ya? Ja, was denn? When you leave something at home or just need a bite to eat, vending machines can be real lifesavers. Remind me, you've got summoning materia, don't you? There's no better way to deal with big groups. You'd be crazy not to equip it. Okay. Ich habe das Gefühl, es kommt hier ein Bossgegner, so wie hier gerade subtil darauf hingewiesen wird, dass ich mich preparen soll. You start things off by cutting loose where everyone can see you. And us? We're the backup. First, we climb high enough to get a vantage point, then we go to town on him. Was? Hat er eine Allergie gegen Klimaanlagen oder was? Möglicherweise ist es Cloud. Er trägt seit 20 Jahren die gleiche Frisur. So, what did you want to talk about? When spring comes, I'm leaving town. I'm going to Midgar. Should have figured. All the guys are leaving. But I'm not like them. I'm not going just to look for work. I'm going to be a soldier. The best of the best. Like Sephiroth. The great war hero, huh? Isn't it pretty hard to become a soldier? Yeah. So I won't be back for a long time. Guess not. Think you'll be in the papers? I'll try. Just promise me one thing. When we're older and you're a famous soldier, if I'm ever trapped or... Not judging, aber gab's da einen boob job? Promise, you'll come and save me. Just saying. Huh? That's what heroes do. They save people. Please? Just once. Come on, promise me. Und er trägt seit 20 Jahren die gleichen Sneaker, ey. Fine. I promise. Ach, sieht das schön aus. So schön. You're having second thoughts. I know we have to think big if we're going to make a difference. But not like this. I feel trapped. Ich muss lachen über ein paar Kommentare im Chat. Es stimmt, dass auch Colin seit 20 Jahren die gleiche Frisur trägt. Aber man muss auch einfach mal sagen, wenn du eine Frisur gefunden hast, die passt. Und ich glaube, in Colins Fall ist das natürlich auch nicht einfacher mit den Gegebenheiten. Und insofern macht es schon Sinn, dann einfach dabei zu bleiben. Soll ich auch hier rein oder was? Nee, das habe ich mir schon gedacht, dass ich da nicht rein soll. So, Leute, kurzer Soundcheck. Wie ist eigentlich der Sound? Ist es eine gute Abmischung? Könnt ihr damit, ist es geil für euch? So könnt ihr dann auch mal bitte in den Kommentaren dann später bei YouTube schreiben, was für eine tolle Soundabmischung das ist. Dass ihr das Let's Play eigentlich nur guckt, obwohl euch das Spiel nicht interessiert, aber weil der Sound so gut abgemischt ist. Maybe they went home. Oh, hey, over there.
Target. Okay, über diese Sturmtruppen sind wir da aber auch mittlerweile schon raus. That's a no. Ballern. Wollte ich mal diesen Konter probieren? Der oder was? Auf jeden Fall fliegen die gut nach oben, wenn man den Schlag macht. Kontert habe ich immer noch nicht, kann das sein? Ist ja nun wirklich hier Fallobst, damit der Boss jetzt kommt. Oh ja, denk an das Scan. Vielen Dank. Ich habe es natürlich schon wieder vergessen. Er haut immer die coolen Sprüche raus, auf jeden Fall. Oh nein, ein Shield Guy. Allow me. Das ist ein Elite-Officer. Oh, der feine Herr Elite. Das war, glaube ich, ein Konter. Kann das sein? Kamera wieder nachjustieren, ey. Oh, der heilt sich. Nee, das war kein Konter. Eieieiei. Also so ganz leuchtet mir das alles noch nicht ein mit dem Kampfsystem. Whatever. Try me. No holding back. Let's do this. That's that. Warum ist die Kamera nach da oben? Wer schießt denn hier die ganze Zeit? What the fuck? Das war ein Konter. Hey, geht aber ganz schön ab. Oh, ich habe einen Limit Break. Roll doch weg, du Hirtenkind! Brace yourself.
I see you. So nehme ich. Look at this amateur's putting in. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Die Kamera ist manchmal echt ein bisschen komisch. Shit. Okay, er hat natürlich eine Hundepfeife. Die halten gar nicht mehr so viel aus wie früher. Die habe ich schwerer in Angriff. Verdammte Pilzkacke. Nein! Triple slash! Midgar special, don't fail me now! Think I ran off the pizza. Hell of a show, man. If only the ladies loved you that much. I'm glad someone's enjoying themselves. Ja, den Limit Break hebe ich mir natürlich auf, weil ich davon ausgehe, dass hier noch was Großes kommt. Wäre hier nicht für so ein paar Köder, da ist es auch schon. Ah ne, das ist auch noch nicht das Große, glaube ich. Die hatte ich ja auch schon mal. Okay, es sind zwei. Okay, wir sind alle ziemlich cool. The Summon Gate. When facing a formal when the gate equipment this gate has completely filled, you can call upon the summon for assistance. Alright. Aber die sind ja gar nicht so schwer, dafür brauche ich ja nicht Ifrit. Ifrit. Ich glaube, da kommt noch was Größeres, Leute. Der ist ja schon down. Ich meine, Leute. Brauche ich weder ein Limit Break noch Ifrit. Ja, ich bin auch fast tot. Now that's what I call teamwork. Stay where you are. Oh shit. All right, assholes, show me your hand. Der Roshi. Ey, sag mal, Leute, das ist doch ein neuer Charakter, oder? Den ging auch so früher nicht. Ein Typ auf dem Motorrad mit einem Schwert und langen Haaren. You know what I want.
a second dance. Just the two of us. Deshalb habe ich mein Limit Break noch nicht benutzt. You turned the key. Allerdings muss ich mich dringend heilen. It hungers to be set free! Fall back. Right. Come on. Okay, ich meine, der Summon ist jetzt weg oder was? Aber ich mag, wie der so ein bisschen rumtänzelt. It's been a long time since I fought a duel out of the Zen. But for all the miles on the clock. I'm just as fast as I ever was. At last, oh, cool. Das ist fair. I'm waiting. No holding back. Wieso drehst du dir den Rücken? Okay, Limit Break ist weg, alles ist weg. Na gut. Aber erstmal wieder gescannt, Leute. I got your number. Weakness Fire. Natürlich, genau die eine, die ich nicht ausgerüstet habe. Gut. Dann müssen wir den ohne Fire machen. Oder kann ich das, warte mal. Ne, kann ich jetzt nicht changen. Kann ich nicht changen, Leute. Triggert euch das? Für alle Leute, die es hassen, wenn man so Denglisch redet. Triggert euch das? Fuckt euch das richtig ab, dass ich Englisch und deutsche Wörter mixe? I'm waiting. Ready? Blocken! Let's do this. Calling wind. I see you. Get ready. Try me. Zack. Was macht er jetzt? I told you we were gonna push it past the red line. Solange ich nicht nochmal Motorrad fahren muss, ist ja eigentlich alles gut. Trottel. Hier bin ich. Okay, der saß. Heilen. Ja, man kann nicht so Sekiro-mäßig. Man muss schon viel früher verteidigen. Man kann das nicht so in letzter Sekunde machen. Merke ich gerade übrigens so. Zack. Ich wusste, dass er es macht. Ich konnte es trotzdem nicht verhindern. Goodbye. Soll ich mal einen Limit Break machen? Nur für euch. Komm. Schmeiß mal ein Feuer auf ihn. Ja, ich habe leider kein Feuer equipped. With such fleeting pleasure, hardly. Ach, ihr meint? There are higher heights,
To which you and I can still score. Dieses Kontern klappt nur, wenn ich auch ATB ein Ding voll habe, oder was? Okay, boys, give them everything you've got, but kill the swordsman first. Regie, sagt mir, wenn ich mal Werbung machen muss oder sowas, ne? Typ ist völlig crazy, ey. So ein verrückter Kerl. We really must do this again. Until then, try not to die. I'll see you on the road, my friend. Nee, Kontern klappt ohne ATB, okay. Das war jetzt auch so ein bisschen random, wie der einfach so dazugekommen ist. So, das hatte jetzt mit der Mission eigentlich gar nichts zu tun. Er ist einfach gekommen, wollte sich mit mir prügeln, hat aufs Maul gekriegt und ist wieder gegangen. But why? Run! Run while you can! Nein, Wedge, wir lassen dich doch nicht zurück. Okay, wir lassen dich zurück. Wow, der Gatling. Your team shouldn't be here. Glad yours is. Come here. Wedge will be fine, but you won't be if they start asking questions. And who are they? First guests to the party. Another avalanche cell. Our holier-than-thou friends from the old guard. It's always their way or the highway. Lately, they've been a real pain in the ass. Till now. So then why are they here? Obimaru, ich weiß nicht, ob sich's gestreckt anfühlt. Dafür spiele ich ja auch noch nicht lang genug. Noch machen sie sich jetzt nicht... Ermüdungserscheinungen bemerkbar, aber natürlich ist es gestreckt, wenn der ganze Midgar-Part so lang dauert, müssen sie ja irgendwie, also es gestreckt haben, aber das muss ja nichts Schlechtes sein, sie können es ja auch gut gestreckt haben, wenn es interessant ist. Let's make our way back to the lot. Right. Looking a lot more crowded now. Security's out in force. So, diese Mission habe ich sehr erfolgreich beendet. Erstmal sitzen. So. So, are we not gonna wait for Wedge? If we stuck around and went back, we only got to go. Why is that? Wem redet er denn? Da hinten. Rumors of violence against public security will only serve to frighten the people. You made it! Over here! Sie sitzt die ganze Zeit dahinter den Kisten, oder was? Could you have been any louder? I mean, it made my job a lot easier, but
Wait, where's Wedge? Wedge! That was close. We'll go get him. Hey, buddy. How you doing? Come on. Not my finest hour. You get hit? Just swinged, I think. Oh, shot! Really? Let me see. Are we seriously doing this here? That's... wow. Okay, guckt er sich gerade seinen Arsch an? Your ass is fine. Maybe singed, but the only casualty is your underwear. This is like a bruise or a mild burn at worst. Now that was a gunshot. Is that a smile I spy? Ah, verdammt. Sie hat mich erwischt, wie ich gelacht habe. It's not safe here. We should go. Copy that. Na gut, aber hier ist bestimmt noch eine Kiste. Kiste! Hier ist auf gar keinen Fall irgendeine Kiste. Sieht das hier so ein bisschen aus wie bei Harry Potter, oder? Da wo der, hier, wie heißt der Klabusterweg oder was? Klabusterweg 4. Through here and we're home free. Where exactly are we going? When we get there, you'll know. Now that I've got my blasting agents, we should have everything we need. So, hier ist eine Chest. Hier ist halt nichts. Mein Forscherdrang ist gerade enttäuscht. Cloud was just saying how he hopes to come back and try the Midgar special next time. Really, huh? Cloud said that? Sure did. He's a whole pie to himself. Isn't that right? That's right. Really? Well, okay then. Maybe I'll lend Mom a hand next time too. That'd be awesome. Super duper awesome. Nix. Eine Potion. Das ist alles, was ich gefunden habe. Da liegt was. Eine Materie. Revival Materia. Oh, das ist nicht. Das ist, glaube ich, Phoenix Down als Zauberspruch, glaube ich. Lustig, wenn es so einen Actionfilm gibt mit Gerard Butler, der Phoenix Down heißen würde. Der müsste den Präsidenten retten auf dem Chocobo. Sorry. Das ist nicht mal in meinem Kopf lustig. Bingo. I have figured my dad got it wrong, but nope. They're here just like he said. Parachutes? Mm-hmm. Huh? What do you mean half figured? 50-50 is pretty good odds if you ask me. This is gonna be Wait, fun. Thanks, guys. I really appreciate you coming all this way with me. And like I said before, I'd be grateful if you kept this between us until after the mission. I don't want to complicate things. Sure.
Okay, who's ready to fly? Me. Hey Cloud, you let him down gently, all right? Sehe ich das richtig? Da war eine Kiste mit Fallschirmen platziert. Wait, I almost forgot. One more thing. Whoa! Stop it! What in the hell are you trying to? Wie die Szene bei Star Wars 9, wo Finn dauernd was sagen will und dann aber immer nicht dazu kommt. I'm 4 cents. Was? What? Ich kann auch die Macht. Was? Sorry, Finn. Wir haben hier gerade echt. Wir hören gerade wirklich gar nichts. Ray, ich kann auch die Macht. Was kann. Wer macht was? Nee, sorry. Finn, ganz ehrlich. Jetzt nicht, Finn. Das macht jetzt gerade keinen Sinn. Aber ich kann auch die Macht. Nee, macht nix. Ist ja gut jetzt. Keiner ist dir böse. Ray. Weißt du, ich spüre. Ja, ist gut. Ich spüre auch schon lange nichts mehr. Okay, ich hör auf. I could have done more. Just got hurt. You did enough. You took one for the team. Be proud. Yeah? Yeah! Feels like we're flying high these days. Now, more than ever. He's a keeper, all right. Yeah! Together, we can take on the world! Leute, liebe Regie, machen wir jetzt Werbung oder machen wir keine Werbung? Wie viel Uhr haben wir sie überhaupt? Halbe Stündchen haben wir noch. Wie sieht's aus? Oh, es geht weiter. I'll head home on my own. After all, I'm only a little sore. It's cool. Die Arschgags reißen nicht ab. Aw, thanks, bro. Cut that out. This way. Think Jesse and Biggs made it back safe? I guess. Wir sind hier im Scrapyard. Hier war ich ja auch schon 10.000 Mal. Sure. Leute, gewöhnt euch dran, dass ich immer erstmal in die entgegengesetzte Richtung gehe als die richtige. Es muss furchtbar sein, mir zuzugucken. But it's the way it is. Wer weiß, was hier für Geheimnisse sind. Ich liebe Spiele, wo man Sachen entdecken kann. Wie zum Beispiel das Drachenschwert. Plus 5. Was sind das für... Allow me. Hab ich den schon gescannt? Nothing to it. So. Aber hier ist kein geiles Mega Secret, oder? Gerade bei Final Fantasy eigentlich. Final Fantasy hat seit jeher die Leute, den Forscherdrang der Leute eigentlich belohnt. Allein was du für Gegner in gewissen Waldabschnitten, sage ich mal, finden konntest auf der Map, wenn du im richtigen Wald gekämpft hast und was die dann wiederum für Items gedroppt haben oder so, oder Sachen, die du stehlen konntest oder keine Ahnung. Da gab es so viel zu entdecken immer. Das ist letztendlich auch, was ich an der Reihe so geliebt habe. Piece of cake. Wenn das hier natürlich jetzt wirklich Quatsch ist, was ich gerade mache. Yes.
So, okay. Jetzt habe ich aber genug. Ja. Alles klar. Gehen wir durch die Höhle. Da ist Wedge. Ah, da ist der weirde Junge. Dem kann ich mal meine neuesten Ergebnisse vorführen. Okay, der hat noch nichts Neues. Ich dachte, der ist jetzt schon ein bisschen geiler auf mich. Aber gut, dann gucken wir mal, was ich... Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet, was ich eigentlich so gekriegt habe. Habe ich überhaupt irgendwas gekriegt? Gucken, ob hier was Neues ist. Ach so, Revive habe ich gekriegt, ne? Revival. Uses Rays. Fire. Deadly Dodge, nö. Ansonsten. Keine neue Waffe. Ist auch nichts Geiles. Nö. An der Itemfront tut sich nicht so viel. Well, this is Big's place. I guess he hasn't made it home yet. Guess not. Hope he isn't worst casing it again. He's got a habit of overthinking things, worrying about all the possible outcomes till his head hurts. Wouldn't have guessed. And when he worries, I worry. Yeah. Anyway, let's head on over to Jesse's. So, hier die kleine Katzenlady. This is where Jesse lives. Men are not allowed inside. What? Lots of pretty girls trying to make it big on stage live here. So don't hang around or they might get the wrong idea. I'm telling you this for your own good, Cloud. People around here love to gossip. They know about Jesse and Avalanche? Nah, it's all good. They think she's an actress. Oh, and one more thing. It's all a game to her. Don't fall for it. You lost me. Life's a stage and loves to play. Da war doch was. Guys aren't allowed, remember? Steht er jetzt die ganze Zeit und schimpft, wenn jemand versucht, bei ihr reinzugehen? Na gut. Oh, das ist doch die Katzengasse. Hey there, Bigums, Reggie, Smalls. Brought a new friend to meet you. These little guys are on guard duty today. Okay. Thanks for seeing me home. Really sorry about your ass. It's all good, bro. It's kind of weird when you call me that. Hey, don't be scared. Deep down, he's a big softy. It's okay. It's okay. Good job, guys. Great work. Warum bin ich jetzt dahin gelaufen? Ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, aber gut. Was sagt die Karte? So, hier jetzt wieder. Remaining Payment. Also zurück zu Jesse. Ich bin jetzt nur dahin gelaufen und dann wieder zurückzulaufen. Sehe ich das jetzt richtig? So. Bin jetzt falsch abgebogen, natürlich. Sag mal, wie verpeilt kann ein Mensch sein? So, hier. Nein. Hier. Sieht aber auch alles gleich aus. So.
Strife. Was wondering when you'd show up. Without further ado, here you are. Thanks for stepping up, Merc. And now, Barrier. Cherry on top. Okay, I get it. Mind letting me breathe? Depends. Mind coming over tomorrow night? My roommates should all be out for a while. Are you seriously that Holy shit. Just let go already. Only if you promise to come back tomorrow night. Deal? Yes. Wie? Yes. Yes. What the fuck? No promises, but I'll think it over. Really? You will? I make a mean pizza, I'll have you know. Marsh, Louche, Black Millie, Red Shelly. I use only the best ingredients. Sound good? Never heard of any of that stuff. Oh, you are so adorable, you know that? You just leave everything to me. It'll be great. Nighty-night. Psych. Boah, alter Schwede. Jetzt ist aber auch mal gut. Okay. Okay. So, was sagt die Karte? Hier, zu mir. Muss ich? Ist noch irgendwas versteckt? Nee. Hat der Waffenladen eigentlich regelmäßig neue Sachen oder wie ist die Situation da? Was ist denn hier? What the hell? Also, ist abgeschlossen. Das wohl mal Sinn macht, mal wieder den Waffenladen hier abzuchecken. Take your time and stock up on what you need to keep our streets safe. Power wrist guards. Das kann ich noch nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass das schon alles ist, was man hier waffentechnisch. Na gut. Na jott. Dann soll es halt nicht sein, wa? Dann gehen wir halt pennen. Das war ja auch eine Anstrengung. Aber vielleicht klopfen wir kurz mal hier an. Gut. Dieser wunderschöne Raum. Is that still me? The man staring back at me from the mirror? Rest. Sleep until tomorrow. Rest. Yeah. You were out for a while. Just walking. I ran into Johnny, by the way. Said not to Johnny. He was getting out of town. Oh, that guy. You weren't thinking of leaving Midgar anytime soon, were you? Well, seems this old friend of mine's in a tight spot. Long time ago, I said I'd be there for her. Made a promise. So. Can't say this is quite what I had in mind when I put that on you way back when. If you want to talk, I'm listening. Huh? What's with you all of a sudden? With me? Like you're losing that hard edge. That bad? Not at all. I like it. Maybe Marlene won't be so scared of you next time. I'm really glad to have you back, Cloud. Really glad. Oh, it's pretty late, huh? I'd like to catch up more, but we should probably both get some sleep, yeah? Yeah. Yeah.
Offensichtlich kann auch jeder einfach bei mir rein und raus marschieren. Okay, er ist verknallt. Da sind wieder die Dementoren. Ist das jetzt alles nur ein Traum? We were getting ready to set out when those things showed up and came after us. The others? Barrett and Jesse are holding their ground, but for how long? I don't know. Let's go. Right. Right. Ready? You know it. Okay. Let's head for the bar. Oh, scannen. Die werden auf jeden Fall gescannt. I got your number. Physically, I only have slight effect on this dagger gauge, so use magic. Alright. Alright, alright, alright. Soll ich jetzt hier mit denen kämpfen oder eher nicht? Ehrlich gesagt haben die gar nicht so viel Energie, das lohnt sich ja gar nicht, zum Staggern zu bringen. Okay, das bringt nichts. Sehe ich das richtig? Was macht so Bock? Doch, man konnte die vernichten. Das war doch die richtige Entscheidung. Maybe. Was machst du? Liebelein. Was machst du? It's like trying to fight a hurricane. Stay on your feet. You don't have to tell me that. Ich glaube, das ist ein Traum. Jesse! Barrett! Where have you been? They just keep coming! We gotta do something! Hang on! Cloud! I'm coming! Move! Okay, kind of. Thunder und Lightning. Macht ja jetzt auch nicht so viel Unterschied. Wow.
Boah, jetzt rafft man ja wirklich gar nichts mehr von der Kamera. Ja, ich sehe ihn. Ich will ja auch dahin. Spells. Mal Luft. Oh, das hat ganz gut Damage gemacht. Gepressured. Das hat ganz gut gepressured. Und jetzt Stagger, Bitch. Hä? Immer noch nicht? Alter, wo bin ich? Wo ist der Gegner? Was ist hier überhaupt los? Er ist elektrisch aufgeladen. Soll ich den vielleicht auch mal assassinen eigentlich? Ja klar, warum denn nicht? Das kein Damage. Ist nicht eben auch mega Damage gemacht? Hab ich mir das die ganze Zeit eingebildet. What the fuck? So, jetzt mache ich einen Platz. Ist mir jetzt egal, der kriegt jetzt auf den Sack und dann ist auch mal fertig jetzt hier. Zack. So. Jesse, paint the picture. Easy now. What's going on? What's happening? We ain't putting on a damn show. The hell were those things? Some kind of... I don't know. Guess I shouldn't be surprised, though. Never can tell what weird shit'll come crawling out of the scrap down here. It's those reactors, I'm telling you. It hurt? Wish I could say it didn't, but yeah. Yeah, it hurt. God, this is so embarrassing. I hate playing the damsel in distress. It happens. It happens. What did you do to your leg? Does it hurt? Not nearly as much as the fuss everyone's making. Still, I think you ought to avoid putting any... I'm fine. Oh. That's enough. You're out, Jesse. Huh? What about Jesse, the mission? Paint we the picture. We already sent things in, remember? Don't tell me you're thinking of calling it off. No, we got this. The hell you do. If you need someone to step up, I'm your man. I should know better. Okay. So here's the thing. I'm gonna need a raise. Consider it done. All right, everyone. Clouds in. The mission is on. Go and raise some help. Jetzt plötzlich feiert er mich. Listen, Wedge. I need you to hang back and guard the home front. What?
but I'm in perfect health! Which makes you the perfect choice to look after Jesse and Marlene. Hey. Let's get this show on the road to Mako Reactor 5. Once you got your gear in order, head to the station for the meet. Got it? Mako Reactor 5. Ich kenne den Song ja von Lubega. Don't tell me I never did nothing for you. Wow, 500 Gil. Soldier Boy, tell him. So. Was ist denn jetzt hier eigentlich los? Good luck out there, bro. And take care. Relegated to stagehand once again. I'm starting to think I'll never have a starring role. There's always next time. What's this? Words of encouragement? Thanks. I need them. Okay. Ja, hier würde jetzt quasi dann auch gleich die neue Mission beginnen, aber vorher eine Partie Darts. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht übrigens. Was? Okay, ich gehe mal aufs Bullseye. Bullseye! Das ist auf jeden Fall leichter als die Triple 20. Was? Das war ja wohl komplett ins Rote. So, jetzt die Triple 20. Shit. Jetzt die Triple 20. Komm, warum ist es denn da unten jetzt? Hä? Okay, also wenn man es... Der ist total random, wenn man das nicht wirft, während es klein ist. Ja, ja, ach. Wow. Okay, 8 ist zu schlecht. Ob man was kriegt, wenn man Wedge schlägt? Hat es schon mal jemand ausprobiert? 6 Würfe, sagt ihr? I don't believe you. So. Leute, ich speichere hier einfach mal ab. Und sage einfach mal an der Stelle, das war's. Für heute zumindest. Morgen, Leute. Guck mal, jetzt hört sich der Sound auch schon wieder ganz anders an, ne? Morgen ist es folgendermaßen. Morgen haben wir 2 schöne Final Fantasy Sessions für euch. Um 14 Uhr und dann abends nochmal um 20 Uhr. Da freue ich mich schon drauf. Da geht es dann natürlich weiter zum Mako Reactor 5. Und gibt es noch was ihr wissen wollt von mir? Ich hoffe, der Sound war dieses Mal okay. Ich hoffe, er wird auch auf YouTube okay sein. Ich hoffe, er wird von now until the end of times, hoffe ich, dass er immer schön wird. Ich finde, ihr wart heute nett, Chat. Ich schimpfe ja oft mit euch, aber heute wart ihr nett. Zumindest was, ich habe heute nur einen YouTube-Chat gelesen. Ich weiß nicht, ob die Leute im Twitch-Chat auch nett waren, aber ihr wart heute nett. Heute hat es mir Spaß gemacht.
Ich fummel einfach nicht mehr rum. So, das war's. Jetzt folgt weiteres Programm. Ich guck mal, was kommt. Ihr könnt natürlich auch selber gucken, aber ich gucke für euch in den fantastischen Sendeplan. Und dann sehen wir das jetzt kommt gleich. Ready Player 2. Matthias gegen Gregor in Mario Maker 2. Das haben wir doch auch in einer ähnlichen Form auch beim Beef gesehen. Übrigens, wer Beef Junior Folge 3 noch nicht gesehen hat, Leute, war sogar in den Gaming-Trends und ich finde zu Recht, das kann man sich, also das bereitet sogar mir körperliche Schmerzen, obwohl ich nicht dabei bin und ich kann so krass mit dran fühlen. Ich weiß nicht, ob er noch mitmacht. Ich könnte mir vorstellen, dass er nach der Folge einfach nicht mehr wiederkommt. Guckt es euch an. Das war's mit knallhart durchgenommen Final Fantasy 7 Remake für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Morgen geht's wie gesagt weiter. Und ich freue mich. Ich sag danke. So, jetzt mache ich noch hier kurz so das Outro fertig. Jetzt drücke ich nämlich gleich die Taste. Achtung. Da. Ich gucke doch ins Mikrofon an. Ich bin raus, Leute. Oh, warte mal. Ciao. Unterhaltung mit der Sendung wünscht EMP, die ganze Welt des